Der zweite Sieg in Folge, der dritte Sieg im vierten Spiel. Bei den Spreefüchsen läuft es seit der Trainerneuverpflichtung von Susan Müller einfach rund. Die Ex-Nationalspielerin trainiert die Spreefüchse seit Anfang der Saison und das, wie sich nun zeigt, mit großem Erfolg. Wir sind super happy, dass wir gewonnen haben, echt zusammen gekämpft und es fühlt sich echt richtig gut an. Es ist natürlich ein geiles Gefühl, gewonnen zu haben. Ist jetzt schon unser dritter Sieg. Wir wissen aber auch, dass noch schwerere Gegner kommen, deswegen dürfen wir uns jetzt einfach nicht auf den Lorbeeren ausruhen und müssen weiter an uns arbeiten. An diesem Samstag waren die Damen des SV Werder Bremen zu Gast. Und Susan Müller schien hier vor dem Spiel genau die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Spreefüchse starteten hervorragend. Die Verteidigung stand fest und vorne gab es Torerfolg nach Torerfolg. Nach 14 Minuten stand es bereits 7:1. Besser hätte man heute nun wirklich nicht starten können. Die Bremerinnen, die bisher nur einen Sieg auf dem Konto haben, kämpften sich dann aber noch mal langsam zurück und der Vorsprung schmolz so bis zur Halbzeitpause auf nur noch 2 Treffer. Der Halbzeitstand 13:11 für die Spreefüchse. Die ersten 15 Minuten waren echt sensationell. Hinten der Torhüter und die Abwehr stand echt super. Dann sind wir leider ein bisschen eingebrochen, gerade im Abschluss vorne. Im zweiten Durchgang ging es dann wieder Schlag auf Schlag. Und das Spiel wurde spannender, als vielen lieb war. Denn den Damen von der Weser gelang in der 38. Minute sogar der Ausgleich. Den Führungstreffer verwehrten die Spreefüchse ihnen über die nächsten Minuten aber konsequent. Auch der Berliner Staatssekretär für Sport, Alexander Jembritzki, fieberte heute auf der Tribüne mit und sah die Berlinerinnen am Ende noch einmal die Oberhand gewinnen. Eine Minute vor Schluss machte Leona Svirakova mit ihrem 4. Treffer den Sack dann schließlich zu. 27:24 für die Spreefüchse, ein verdienter Sieg, der das Team nun Kurs auf die oberen Tabellenplätze nehmen lässt. Zweite Halbzeit haben wir uns dann echt nochmal zurückgekämpft, nachdem wir es doch ein bisschen spannender gemacht haben. Aber haben Teamgeist bewiesen und es zusammen dann noch geschafft. Kämpferisch betontes Spiel. Wir mussten all unsere Leidenschaft rausholen, was uns leider nicht immer gelungen ist. Sonst wären wir vielleicht schon früher dahin gekommen, wo wir am Ende standen. Dem Staatssekretär hat die Vorstellung heute jedenfalls sehr gut gefallen. Und er hat eine Hoffnung, die viele Fans der Spreefüchse teilen dürften. War ein tolles Spiel, ganz viel Dynamik mit drin dabei. Grandioser Handballsport, gewonnen gegen Werder Bremen. Und ich hoffe, dass die Damen sich in der zweiten Liga so gut geben, dass man am Ende der Saison vielleicht wieder mit um den Aufstieg spielt. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Nun steht erst einmal das nächste Auswärtsspiel gegen den TuS Lindford auf dem Programm. Wir sind dann am 26. Oktober wieder mit dabei, wenn der HC Leipzig bei den Spreefüchsen zu Gast ist.